Dann kommen wir hier zu Pokémon Diamant Edition zum nächsten Part. Ja, wir haben im letzten Part hier die nächste Route erreicht und wollen jetzt mal hier oben rauf. Und wie ich sehe, wartet da schon unser erster Wanderer. Und dann würde ich da mal sagen, würden wir da mal den Macholo eine Chance geben, den Beyblade. Leider haben unsere Leute hier nicht mehr so viele KP. Ich hoffe trotzdem, dass sie es schaffen werden. Ich werde jetzt, glaube ich, auch mal einen Trank einsetzen. Weil das wäre, glaube ich, die schlaueste. Wäre es, glaube ich, das Schlaueste, was man eigentlich machen könnte. Wir haben hier ja eh 14. Ich glaube, ein Trank für jeden von den beiden ist eigentlich ganz gut. So. Ich glaube, da könnten wir jetzt auch nicht so viel Hartes jetzt von ihm erwarten. So, ich bin echt gespannt. Ich glaube, er hat nur Kleinstein. Und Georg vielleicht auch schon. Ja, auf jeden Fall mal cool, ihn schon mal in der Generation hier mal zu sehen. Los, Beyblade! Na, jetzt habe ich Fußgänger gesetzt, obwohl Karateschlag ja besser ist. Wir sind ja eh nicht so heftig, die Pokémon der Route. Also könnte man jetzt davon nicht so viel erwarten. Ja, Steinpolitur. Steckt, glaube ich, nur Verteidigung oder Angriff. Initiative, okay. Nochmal mit dem Karatschlag weg. Zack, weg. Never come back. Weiterkämpfen. Und haben weg. Ja, Beyblade, dein Mitgesehen solltest du jetzt, konntest du schon so wegmetzeln, aber, Alter, da geht ja völlig ab. Ja, okay, den letzten kannst du auch noch zwei Metzeln, komm. Bumm, weg, zack, weg, na, komm, weg. Und Level 19. Was? Was ist das? Geowulf, endlich! Energiefokus, weg damit. Danke. Ich habe schon so oft gesagt, wann erlernt er denn irgendwie Überwurf, Geowulf? Und jetzt hat er es endlich. Oh, wie viel Schaden macht das bitte? Bitte mehr als Karateschlag. Ich habe, weil Karateschlag hat nicht mehr so viel AP. AP meinte ich. Gegner. Warum schießt es denn der nicht bei? Come on. Wir werden es schon herausfinden, ne? Wenn wir einen kleinen Stein nicht First Try besiegen. So, unten warten noch ein Trainer auf uns. Den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ich liebe Pokémon, die süßlich reden. Wow. Oh, ein Knospi. Are you serious? Oder warte, kann das Beyblade? Also ich weiß, dass er jetzt kein, dass er dass eigentlich nicht sehr effektiv ist. Aber es macht trotzdem die Hälfte Schaden. Georuf, jetzt bin ich gespannt. Nein, greif an! Danke. Okay. Oh, wie geil das aussieht. Okay, ich glaube, es zieht genauso viel ab. Aber es ist gar nicht, nicht sehr effektiv. Okay. Wusste ich gar nicht. Irgendwie ist Kampf voll neutral in dieser Edition. Kannst du mir jemand erklären? Junge, Junge, Junge. Geil, einfach nur diese Mucke. So, lele. Ah, jetzt greif an. Alter, du schiebst doch nicht an Kleinstein. So. Wann kommt die nächste Stadt endlich eigentlich? Ja, das ist ja voll weit noch. Ja, moin. Da muss ich ja nochmal einen Trank einsetzen für Macholo. Aber auch erstmal ein Paraheiler. So, Trank. So. Und was wartet da hinten auf uns? Noch ein Wanderer, okay. Hab ich jetzt nichts gegen. Dann komm mal her.
Genau, ausgerechnet hier muss ich mich mal auf. Ja. Onyx. Ja, der ist ja easy weg. Wenn du den First Try machst, dann kippe ich dir Wasser einmal über den Kopf. Ist doch eine Kampfattacke. Hä? Ist Geowurf gar keine Kampfattacke? In der Edition? Betrug! Betrug! Aber wisst ihr, was wir jetzt erstmal machen? Wir gehen jetzt erstmal da unten hin unter die Brücke. Nämlich zu der nächsten Camperin. Wer bist du? Oder Psycho irgendwas? Shinox. Okidoki. Dann auch mal wieder den Karate-Schlag. Raus damit und tot. Ja, moin. Oh, klau mal den Blip in die Show. Und boom. Ja, moin. Alles klar. Das war wieder typisch mal Hollow. So, bitte pflücken. Und hier auch bitte mal. Jo, danke. Das brauche ich. Ich glaube, dann gebe ich auch mal Plipprin und Macholo eine Sinebeere als tragbares Item. Weiß gar nicht, wie das richtig geht. Ich glaube, man muss erstmal das Pokémon auswählen. So. Item geben, genau. Nämlich eine Sinebeere. Und ihm auch. Sinebeere. Da würde ich mal sagen, tun wir mal den Plipprin nach vorne. Damit er auch noch mal ein bisschen Training bekommt auf der Route. Also wir sind eigentlich auch schon sehr gut ausgerüstet mit unserem Pokémon. Also da kann man echt nichts mehr gegen sagen. So. Ich habe ja schon besiegt. Und hier ist noch ein Item, nämlich Schutz. Ja, weiß jetzt nicht, ob wir es brauchen. Was denn? Ist das ein Assi? Bin ich eine Klasse? Nee, eine Kämpferin. Ah, okay. Dann hauen wir da mit dem Schnabel drauf, ne? Mit einem Volltreffer? So wenig? Serious? Okay. Geduld. Boah, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Er trägt seinen halt Angriff und schlägt mit doppelter Effektivität zu. Komm, mach mal Front weg. Das könnte man wirklich nochmal gebrauchen. Ich weiß jetzt nicht wann, aber. Wenn man ein starkes Pokémon kommt und Plipp und es aushält, dann kann man voll reinballern einfach. Zum Beispiel jetzt! Zum Beispiel jetzt! Mein Blimper! Lass mich jetzt mal sehen. Und jetzt. Was? Are you serious? So wenig? So wenig? Alles klar, ich möchte Pfund wieder. What? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und was ist das für ein einsames Haus hier? Hold a Romeo of the Million Faces, würde ich sagen. Okay. Nicht sicheres, anscheinend. So, hier unten ist noch ein Item, nämlich ein Supertrank. Ja, den können wir doch gebrauchen. So, dann weiter hier im Geschäft.
Hier ist der Ewigwald mit einem Käfertrainer, ne? Aber erstmal gehen wir mal hier lang und sehen nichts. So. Achso, der. Ja, der redet davon, dass man in dem Ewigwald leicht vergiftet werden kann und da. Und er hat kein Gegengift gekauft. Wer bist du? Hallo, mein Name ist Raisa. Are you serious? In meiner Klasse gibt's eine Raisa. Und die ist Russin. Und du bist. Oh, du bist also Benny. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Benny, darf ich dich schon mal gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald gehen. Ich habe gehört, dass hier einige dunkle Gestalten herumlaufen, die sich Team Galactic nennen. Oh nein! What are they doing here? Ich denke, wenn man nicht allein geht, ist man auf jeden Fall sicher. Kann ich bitte mit dir gehen? Benny entscheidet sich, zusammen mit Raisa zu gehen. Oh nee. Ich werde deine Pokémon stets in Topform halten. Das hat sich jetzt ein bisschen pervy angehört, aber okay. Ewigwald und die Zeit steht still. Ja Leute, das war's mit dem Part. Wenn euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis dahin, haut rein und ciao.